Willkommen bei Sägebob. Ich hatte vor einiger Zeit ein Kettensägenkonvolut gekauft und dort drin enthalten war unter anderem auch eine Stihl 026. Im letzten Video, was ich euch oben rechts einblende, hatte ich ja die Stihl 026 schon unter die Lupe genommen und festgestellt, dass dort einige Teile fehlen. Und diese Ersatzteile sind jetzt einen Tag später eingetroffen und jetzt will ich die Stihl 026 einmal zusammenbauen und schauen, ob die überhaupt noch läuft oder nicht. Das waren ja hier nur Kleinigkeiten, die bei der Kettensäge gefehlt haben, aber da brachte mich noch ein Zuschauer auf die Idee, warum hast du eigentlich nicht von vorne in den Zylinder reingeschaut? Ja, um mal zu überprüfen, wie sieht der Kolben von vorne aus, aber auch die Zylinderwände. Ich sag mal so, das habe ich mit Absicht vergessen. Nein, Spaß beiseite. Ich habe dann nach dem Video noch reingeschaut, aber ich kann euch den Grund nennen, warum ich das euch erstmal nicht gezeigt habe. Und das lag darin, hier vorne kommen ja Schrauben rein, die dann am Zylinder ansetzen. Die halten dann das Gehäuse des Auspuffs. Und die Schraube hier war in Ordnung, da konnte ich mit dem Torx normal ansetzen. Aber hier die ja war schon stark verschlissen. Ja, da habe ich angesetzt und gleichzeitig hat dann sich der Torx-Aufsatz weitergedreht. Da wusste ich, so einfach kriege ich die Schraube jetzt nicht ab. Die sitzen ja, wenn man eine Kettensäge häufig nutzt, sehr fest. Das ist normal, denn aufgrund der Hitze kann das passieren. Und da habe ich eine bestimmte Technik angewandt und dann habe ich die Schraube abbekommen. Und jetzt will ich euch den Blick von vorne nicht vorenthalten und zeige euch das Ganze. Ihr könnt es erkennen. Ja, ein minimaler Verschleiß, das ist zu verschmerzen. Mal sehen, ob ich euch die Zylinderwände zeigen kann. Was erkennen, da ist soweit alles in Ordnung, da ist alles glatt. Vielleicht werde ich irgendwann mal noch ein Endoskop holen, wo man dann Videoaufnahmen vom Zylinder machen kann. Und dann seht ihr das dann alles besser. Ich komme zu den Ersatzteilen. Einmal hatten ja die zwei Motoren gefehlt für die Kettenradabdeckung. Die sind hier. Dann für die Startvorrichtung vier Schrauben. Das müssen diese M4 Schrauben gewesen sein, ja. Da habe ich hier einmal diese, die jeweils hier reinkommen. Und die weitere, wozu aber noch eine Hülse ist, weil die teils noch hier den Handgriff festhalten muss. Und dann noch, habe ich gedacht, für das Auspuffgehäuse bestellst du die gleich noch mit, denn die waren ja teils verschlissen und da mache ich nichts falsch, wenn die dann hier reinkommen und ich die gebrauchten nicht mehr nehme. Und hätte ich beinahe vergessen, auch eine niegelnagelneue Zündkerze, ist wieder eine von Bosch, da kann ich euch den Unterschied mal zeigen. Hier könnt ihr auch sehen. Die Stihl ist wieder zusammengebaut, Schwert ist montiert, Kettenradabdeckung sitzt mit den zwei neuen Muttern, Mordabdeckung ist drauf, finde ich im Übrigen sehr gut gelöst. Ich hatte anfangs gedacht, habe ich Schrauben vergessen? Nein, die wird nur mit dieser befestigt hier, finde ich sehr gut. Hier hinten ist die Luftfilterabdeckung, die ist fest und ihr seht auch, die Startvorrichtung ist dran und man kann hier bequem jetzt dran ziehen. Und mir ist aufgefallen beim Auseinanderbauen und später jetzt wieder beim Zusammenbauen, der Vorbesitzer muss entweder regelmäßig bei einem Stihl-Händler gewesen sein und hat die warten lassen, denn unter anderem wurde hier das Hitzeschutzblech bzw. der Aufkleber, der hier oben drin sitzt, schon mal erneuert. Der sieht ziemlich neu aus und an sich macht ihn sehr gepflegten Eindruck. Oder er hat das alles selber durchgeführt. Finde ich sehr gut, weil das ist ja immerhin ein Arbeitsgerät und da ist es eben dementsprechend sehr zu empfehlen, regelmäßig eine Wartung durchzuführen und die zu pflegen. Denn hier alleine bei der Stihl 026, die dürfte im Einkauf nicht gerade günstig gewesen sein. Und noch ein Anzeichen, dass der Vorbesitzer pflegsam mit der Kettensäge umgegangen ist, ist der Punkt, er hat die Betriebsstoffe abgelassen. Ja, sehr zu empfehlen, wenn man längerfristig weiß, man nutzt eine Kettensäge nicht mehr, dann sollte man wenigstens den Kraftstoff rauslassen. Ja, Kettenhaftöl, das muss nicht unbedingt sein, das kann ruhig drinnen bleiben, aber auch der Tank hier ist leer. Ich werde jetzt noch die Sägekette kurz schärfen. Die war auch noch original mit und dann mal sehen, ob die Kettensäge anspringt. So, ich habe Kettenhaftöl und Kraftstoff aufgefüllt und jetzt kann es eine ganze Weile dauern, bis die anspringt, wenn die so lange nicht mehr im Einsatz war. Wünscht mir Glück, vielleicht springt sie auch sofort an. Minuten später. Ihr seht, ich habe inzwischen die Mordabdeckung ab. Warum? Ich habe jetzt mehrmals noch Startversuche durchgeführt und trotzdem sprang die Kettensäge nicht an. Ich mache jetzt noch eins. Ich fülle etwas Kraftstoff hier oben durch das Zündkerzenloch. Vielleicht habe ich Glück und der Motor springt an. Dann weiß ich zumindest, dass die Zündung einwandfrei funktioniert, wobei ich das ja schon kontrolliert hatte. Durchgelaufen ist es schon mal. Das ist sehr gut.
Also das funktioniert. Der Motor ist jetzt deshalb durchgelaufen, weil der jetzt diesen Kraftstoff verbrannt hat, den ich hier oben reingefüllt habe. Aber jetzt ist es ja wichtig, dass der Kraftstoff über den Vergaser angesaugt wird. Nein, das tut er nicht mehr. Und jetzt mache ich eins. Ich gehe jetzt zurück in die Werkstatt. Warum? Ich gehe davon aus, wenn die Stihl 026 jetzt über viele Jahre nicht gelaufen ist, dass mitunter die Membran im Vergaser verhärtet sein können. Und sprich, der Vergaser arbeitet dann nicht mehr richtig und saugt den Kraftstoff nicht mehr an. So, wieder in der Werkstatt angekommen, mache ich jetzt eins. Ich baue jetzt den Vergaser auseinander und zeige euch mal die Dichtungen und Membranen, die eventuell beschädigt oder verhärtet sind. Zum Vergaser selbst mache ich mal noch ein spezielles Video, wo es dann nur darum geht, den auszubauen, auseinanderzubauen und zu reinigen und mal die Teile zu ersetzen. Weil das finde ich immer besser, wenn das ein einzelnes Video ist. Vielleicht wollt ihr ja auch mal den Vergaser ausbauen. So, jetzt löse ich hier die Schrauben. Ganz abziehen tue ich den Vergaser noch nicht. Zuvor muss ich nämlich hier den oberen Deckel abnehmen vom Handgriff bzw. Gasgestänge, weil ich das ja lösen muss hinten. So, das Gasgestänge ist frei. Und hier ist der Vergaser. Was ich an dieser Stelle sehr empfehlen kann, und das ist das Schöne an der Stihl 026, die ist nicht so stark verbaut. Nehmt eine Taschenlampe und kontrolliert hier mal alles. Hier ist ja noch so ein Flansch zwischen Vergaser und Zylinder, also so eine Art Gummiflansch. Ja, da könnt ihr mal gucken, ob da eventuell irgendwelche Risse sind. Ihr könnt auch von hier reingucken überall. Da seht ihr die Verbindung auch. Ich habe schon reingeguckt, das sieht soweit alles in Ordnung aus. Denn wenn hier Nebenluft gezogen wird, könnte das auch ein Grund dafür sein, weshalb die Kettensäge generell nicht so gut läuft oder gar nicht. Noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr noch Benzin im Tank habt, so wie ich, dann macht ihr mal eine kleine Schraube in den Ansaugschlauch rein vom Benzintank. Nicht zu doll hineindrehen, nur ein bisschen so, dass es blockiert. Und dann schwappt kein Benzin mehr raus. Denn es kann passieren, wenn ihr die Kettensäge immer mal bewegt oder auch den Schlauch, dass Kraftstoff nach oben kommt. Was aber zugleich ein gutes Zeichen ist, dass hier keine Blockade vorhanden ist. Also kann man da auch schon mal diese Ursache ausschließen, sei es jetzt vom Schlauch oder des Benzinfilters, wobei ich den ja schon im letzten Video kontrolliert hatte, der war ja in Ordnung. So, ich habe jetzt den Vergaser komplett auseinandergebaut, das könnt ihr ja sehen. Und ich habe die Ursache möglicherweise schon gefunden. Einerseits hier an der Pumpenmembran war die Dichtung hier, die unterhalb sich hier des Deckels befindet, schon sehr porös. Ja, die kann man wirklich leicht auseinanderziehen. Ihr seht es ja. Und das gleiche hier an der Regelmembran auf der anderen Seite. Die hört sich an wie wirklich extrem trockenes Papier. Ich will es jetzt nicht auseinanderreißen oder wie Chips. Und da vermute ich, das war jetzt wirklich die extrem lange Standzeit. Hier war ja kein Kraftstoff mehr drin im Tank. Und wenn die jetzt 10 oder 15 Jahre nicht mehr genutzt wurde, dann lösen sich diese Materialien da drinnen mitunter auch auf und werden langsam porös. Hier an der Dichtung sieht man es auch. Kann man schon leicht knicken. Ich werde als nächstes die Membran und Dichtungen neu bestellen. Die gibt es ja gleich als kompletten Satz, sind auch nicht allzu teuer. Und das kann ich an dieser Stelle immer sehr empfehlen. Wenn ihr andere Ursachen ausschließen könnt für solch ein Problem, dann kann es sich wirklich lohnen, den Vergaser zu reinigen und die Membran und Dichtungen auszutauschen, denn die unterliegen auch einem Verschleiß. Und ich werde, wie gesagt, ein extra Video zum Vergaser machen, denn das wird etwas spezieller. Und ob die Kettensäge läuft oder nicht, das sehen wir dann im nächsten Video zu meiner kleinen Bioserie zur Stihl 026. Ich weiß es ja jetzt selber auch noch nicht, da ich ja erst die Dichtung und Membran neu einbauen muss. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.